Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Minecraft. Echt schön im eigenen Haus aufzuwachen und dann so einen schönen Blick aufs Wasser zu haben. Und jetzt, wo ich weiß, dass unsere Nachbarn nicht böse sind, ist sowieso hier alles entspannt. Die sind auch gerade gar nicht da. Heute steht viel an übrigens. Ich habe mich nochmal ein bisschen über die Mod informiert. Und wir müssen heute, ich habe 5 Sachen rausgesucht, die ich mit euch gerne machen möchte. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Ich mache jetzt erstmal noch hier irgendwo noch eine Truhe mit Holz. Wir haben eh voll viel Zeug noch dabei. Oh Mann, muss ich vielleicht erstmal ein bisschen sortieren. Sortieren ist halt wichtig, auch wenn ich nochmal nicht so Lust zu habe. Aber ich packe mal wieder alle Archäologie-Sachen hier rein und den Rest einfach hier in diese Truhe. Das passt dann schon. Pfeile kann ich mal behalten. Mal Kohle behalte ich auch mal einen Stack bei mir. Der Rest kommt weg. Das gebratene Hähnchen nehme ich noch mit. Ja, ich denke mal, so sind wir ganz gut ausgestattet. Und ich wollte jetzt als allererstes mal eben eine neue Truhe machen. Das ist die Truhe für die heutigen Tagesziele, die wir haben. Die kommen dann dort rein. Dann als allererstes das hier, das ist das erste Tagesziel. Ich glaube, diesen normalen Stick brauchen wir nämlich, um die meisten Dinosaurier halt den Befehle geben zu können. Dass die warten, dass die wandern, dass die uns folgen und sowas. Das kann man mit dem Stick machen. Aber es gibt auch noch eine andere Variante von dem Stick, nämlich den Knochenstick. Ich glaube, den macht man so. Nee. Ah, okay, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Dieser Schädel, der muss einfach nur ein Schädel sein und keine Schädellaterne. Das heißt, den müssen wir wahrscheinlich so einfach finden, wenn wir Fossilien abbauen. Da können die, glaube ich, auch droppen. Aber das ist gut zu wissen. Und als nächstes wollte ich auch noch eine Peitsche machen. Dafür brauchen wir Seile. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas haben. Aktuell noch nicht. Ich glaube, Spinnen droppen Seile, oder? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch Seile besorgen. Und dann gibt es auch noch den Analyzer. Den brauchen wir ganz, ganz dringend. Damit können wir nämlich die Fossilien dann analysieren und dann DNA gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwo Iron Ore haben. Ich glaube auch nicht. Aber wir müssen, glaube ich, echt nochmal ein bisschen farmen heute. Und ansonsten haben wir schon relativ viel dafür, was wir brauchen. Wir brauchen halt 4 Eisenblöcke. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal nochmal kurz unter Tage begeben, denke ich mal. Also irgendwo da in die Höhle reingehen mal und ein bisschen farmen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Vielleicht finden wir dann auch das ein oder andere Fossil und so eine Schädel-Dingsbums dann. Das wäre ganz cool. Wir werden auch noch mehr brauchen. Also wir müssen heute auch nochmal erkunden gehen, wenn alles so von der Zeit her funktioniert. Und sonst müssen wir es halt in der nächsten Folge machen. Ich habe mir halt echt viele Ziele gesetzt. Aber ist ja auch gut, ne? Besser, als wenn man einem langweilig ist. Ich möchte ja auch schnell vorankommen. Ich würde mich sehr über Eisen und einen Schädel freuen, muss ich sagen. Ich glaube, diese Schädeldinger können aber hier raus droppen. Oh, das war sogar einer. Okay. Dann gehen wir direkt mal zurück und machen das. Dann wäre richtig Glück. Aber ich habe die Sticks dabei, oder? Ja. Ach, Totenkopfstock. Das wollte ich nämlich machen. Den braucht man nämlich, um dann größere Dinosaurier zu befehligen. Dann haben wir wieder ein Ziel abgehakt für heute. Das kommt dann hier rein. Also normaler Stick und den Totenkopfstock. Und jetzt brauchen wir Eisen als nächstes. Ich denke mal, ich mache jetzt erstmal so ein bisschen Strip Mining. Ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist auf dieser Höhe. Wahrscheinlich macht das mehr Sinn, wenn ich dann runtergehen würde auf Diamantenhöhe, wenn ich das echt mache. Wir laufen einfach hier weiter entlang. Das passt schon. Ich glaube, das ist ein bisschen spannender, wenn wir die Welt erkunden. Jetzt, wo wir halt mal so ein bisschen interessantes Biom zum Farmen suchen, können wir immer noch mal eben über die Sachen reden, die ich halt noch machen möchte. Ich kann mal eben einblenden für euch, also das Rezept von dem Analyzer, wofür wir halt das Metall brauchen. Ich glaube, den Rest haben wir alles, also uns fehlt halt einfach nur noch ein bisschen Eisen. Schaffe, lasse ich jetzt mal hier leben. Und ansonsten brauchen wir auf jeden Fall noch Seile, weil ich möchte gerne noch eine Leine machen. Beziehungsweise die ein oder andere Leine, wo wir dann unsere Dinos mit anleihen können. Und halt auch noch die Peitsche. Dafür brauchen wir jetzt Seile. Und auch solche Schleimbälle brauchen wir. Das heißt, wir müssen auch die Augen offen halten nach diesen Schleimen. Die soll es fast überall geben, aber es soll auch noch irgendwie besondere Spawns in Sümpfen geben. Das heißt, wenn ich einen Sumpf finde, sollte ich da vielleicht reingehen und den erkunden. Aber erstmal gehen wir jetzt hier zu Thaddäus ins Haus. Oh, der hat nichts. Aber vielleicht können wir mit dem traden. Kriegen wir von dem hier was Spannendes. Da ist er.
Na, was hast du zu bieten? Ja, das bringt mir alles nichts. Nee, schade. Aber wir können hier noch plündern. Oh, hier gibt's Teer. Hier gibt es auch so Schleime, aber diese Teerschleime, ich glaube, die droppen dann nicht das, was man braucht. Was ist das? Das ist nichts Besonderes. Myzel. Aber da kommt Erde raus. Okay, das kann man nicht abbauen. Das ist ja interessant. Ja, so eine Teergrube ist halt auch gefährlich und da können halt diese Teerschleime spawnen, aber die bringen uns, wie gesagt, glaube ich, nicht. Ich glaube, die brauchen wir halt später nochmal für irgendwas. Aber dann wissen wir wenigstens, dass das hier ist. Müssen wir uns halt nur irgendwie merken. Ansonsten müsst ihr mich nochmal erinnern in den Kommentaren. Oh, da vorne ist auch nochmal Wüste. Ich hätte aber ehrlich gesagt gerne so ein Felsbiom oder sowas für Eisen. Oder eine Höhle. Ein Höhleneingang wäre auch cool. Sowas wie hier vielleicht. Oh ja, das Eisen. Genau sowas habe ich gesucht. Wo wir halt nicht tief buddeln müssen. Und das kann ich dann halt, wie gesagt, später lieber auf Diamantenhöhe machen. Wo wir auch Diamanten bekommen dann. Oder bekommen können zumindest. Reaper genau an der Lava. Können wir den da reinschlagen vielleicht? Okay, so geht's natürlich auch. Noch einer, ey. Gefährlich. Mensch, wo kommt ihr denn alle her? Watch. Ein Schild dabei? Nee. Töten wir den mal schnell. Oh, der ist nicht alleine. Da sind noch voll viele. Ich glaube, die beste Variante ist einfach hier zuzubauen. Das waren drei Stück oder sowas. Und hier ist halt das, was ich brauche. Deshalb bin ich hier. Dann können wir die einfach ignorieren. Ja, richtig gut. Das heißt, wir können jetzt gleich erstmal wieder zurückgehen. Es wird eh gerade dunkel. Und dann können wir schon direkt das nächste Ziel abhaken. Und vielleicht könnten wir die Dunkelheit auch nutzen, weil wir brauchen ja Seile. Und nachts spawnen ja auch Spinnen. Also wir könnten gleich versuchen, noch ein paar Spinnen zu farmen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch Schleime. Und dann habe ich schon fast alles für heute. Krass, wie schnell das jetzt ging. Aber es gibt ja natürlich noch viel, viel mehr, weil wir können ja dann mit den Sachen, die wir craften, zum Beispiel den Analyzer, mit dem können wir dann ja auch wieder viele, viele Dinge machen. Deshalb sind wir noch lange nicht fertig. Da sind rote Augen. Und auch lilane Augen. Die lilanen Augen wollen wir nicht angucken. Nämlich ein Enderman. Der ist böse, wenn wir den attacken. Oder angucken. Dich brauchen wir. Ah, das ist genau der Enderman bei den anderen roten Augen. Hey, geh weg, du Mini-Zombie. Ich glaube, vor denen kann ich auch nicht einfach weglaufen. Die sind super schnell. Ey, was geht denn hier ab? Hier ist richtig Party. Noch so ein kleiner Zombie. Okay, wir sollten da reingehen. Überall Creeper. Das ist sehr, sehr gefährlich. Oh, der kommt. Wir rennen. Eieiei. Nacht ist nicht schön. Oh, ich hab mich auch verlaufen. Ich bin voll falsch gegangen. Aua. Das ist bestimmt der Kleine, ne? Oh nein! Das sind Dinos! Oh mein Gott. Das sind die Kleinen! Die sind nachts böse! Oh mein Gott, die sind nur tagsüber lieb. Meine Nachbarn sind also doch böse. Oh, wie mies. Ah, shit. Wo sind wir denn jetzt gestorben? Kann ich das noch sehen? Nee, leider nicht. Aber so weit werden wir nicht weg von zu Hause. Oh, das ist ja ärgerlich, dass die jetzt attacken. Das heißt, die Nacht ist richtig gefährlich. Wir sollten dann nicht durch den Wald gehen. Sollten wir dann nur auf so offenen Ebenen machen. So ein Mist. Ich sollte mir vielleicht auch ein Schild machen, das ich blocken kann. Ansonsten habe ich da nicht viel Chance. Weil mit wegrennen wird das, glaube ich, nicht. So, wo sind wir jetzt gerade gestorben? Irgendwo hier, oder?
Wo waren wir gerade? Meine schon. Oh nee, ey. Das finde ich doch nie wieder. Das ist sehr ärgerlich. Komm, ich hatte ja auch so jetzt das ganze Eisen und so dabei. Ich muss das wiederfinden. Oh, die fiesen Viecher. Ornitholestes oder wie die heißen. Und irgendwo im Wald. Hier sind die Viecher. Sind die jetzt böse? Die sind immer noch böse. Oh mein Gott. Was? Aber warum? Aua, ich bin stuck. Ich kann mich nicht mehr wegbewegen. Ah. Wie mies. Was mache ich denn jetzt? Oh Gott, ey. Warum ist das ein ganzes Rudel? Das ist richtig mies gerade. Ich habe auch kein Eisen für ein Schwert oder sowas. Ich glaube, ich muss einfach Blöcke mitnehmen und mich dann die einbauen oder so zu versuchen. Ich glaube, kämpfen bringt nichts. Ich weiß nicht, ob ich die besiegen kann mit einem Steinschwert. Ja, es geht ja super los. Ich habe mich gerade gefreut, dass wir so gut vorankommen. Und dann passiert sowas. Und die sind halt auch so klein und flink. Die kicken mich dann auch mega weg. Und ihr habt ja gesehen, ich konnte mich direkt gar nicht mehr bewegen. Ich war einfach stuck. Versuche jetzt erstmal hier hochzukommen, glaube ich. Dann von oben ein bisschen Übersicht zu haben von den Bäumen. Da oben sind die schon wieder. Ich dachte, ihr wärt friedlich, ihr fiesen Dinger. Ich habe mir das schon gedacht, weil die so böse aussehen, sage ich euch ehrlich. Und dann war ich voller Freude, dass die mich nicht attackt haben. Jetzt habe ich den Salat. Vielleicht liegt es auch daran, dass die einfach hungrig sind oder so. Das hätte ich mal ausprobieren können. Hätte ich den Fleisch hingeschmissen? Vielleicht, dass die dann entspannter sind? Weiß halt nicht, wo ich gestorben bin. Das ist echt schwierig. Ich werde jetzt auch noch öfter sterben, glaube ich. Ich muss jetzt suchen. Weil das Zeug despawnt auch irgendwann. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, warum die mich jetzt attackt haben und beim letzten Mal nicht. Ob es jetzt daran liegt, ob die, dass die im Rudel sind oder ob die hungrig sind oder so. Es muss ja irgendeinen Grund haben. Aber ich bin halt jetzt echt davon ausgegangen, dass die friedlich sind. Er schläft. Nein. Nein, Alter, der kickt mich halt auch einfach weg. Alter! Ich kann so schnell nicht hochbauen. Wie fies ist das denn? Junge! Halbes Herz. Was ist das für Viecher? Alter! Geh weg! Junge! Was ist denn mit denen? Alter! Normal ist es nicht. Ich hoffe, der ist jetzt noch da hinten. Der schläft jetzt, okay. Wir müssen jetzt hier irgendwie runterkommen. Wir haben halt nur ein halbes Herz gerade. Alles nicht so einfach. Ich glaube nicht, dass ich den Sturz überlebe. Aber wie komme ich jetzt hier runter? So ein Mist, ey, wirklich. Das gibt es doch nicht. Komm, wie der mich weggekickt hat. Ich glaube, wir sterben, Leute. Aber dann ist es so. Es kostet sonst zu viel Zeit. Boah, ist das alles bitter. So ein Mist. Wir nehmen uns aber wieder Erde mit. Diesmal gehen wir dann direkt dahin, wo ich hin wollte. So hier hin. Da vorne war gerade einer. Irgendwo da, wo ich hingucke. Oh Mann, ey. Da. Nee, 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 Freundchen. Ich habe das genau gesehen, dass du mich attacken wolltest. So ein mieses Ding, wirklich. Wo ist mein Loot? Wo ist der? Okay, die Sprünge klappen ja gar nicht. Ist einfach nicht drauf, was das angeht. Mal wieder hochbauen. Was ist denn mit denen? Ey, die sind ja auch voll klug. Der kam einfach von oben.
Das sind meine Endgegner, ich sag's euch. Junge. Die nutzen halt jede Chance. Ich verkacke jeden Sprung. Oh Gott. Das kommt halt auch noch dazu. Die massive Unfähigkeit. Oh Gott, ist das ein Fail jetzt. Es ist so gut losgegangen. Wir gehen jetzt mal da rein. Ich weiß echt nicht, wo wir gestorben sind. Oh Mann, ey. Gibt es doch nicht. Und die Viecher sind überall und sie sind mega aggressiv. Sieht auch alles gleich aus hier. Ja. Meine Freunde sind wieder da. Ey, come on. Diese Scheißviecher. So, jetzt einfach darüber. Ich brauche auf jeden Fall bessere Ausrüstung, damit ich mich verteidigen kann und sowas. Also Eisensachen. Eisenrüstung, Eisenschwert. Brauchen wir alles. Aber ich verliere halt gerade alle meine Sachen, weil ich nicht weiß, wo ich gestorben bin. Ich bin irgendwo in so einem Wald gestorben. Ey, die stehen überall. Egal, wo ich hingucke. Irgendwann despawnt der Loot halt auch. Das ist auch ein Problem. Vor allem die Blumen machen es halt auch nicht leichter. Dadurch erkennt man halt die Sachen nicht so gut, weil halt überall irgendwelche kleinen Objekte rumfliegen. Ich laufe jetzt nochmal durch den Wald. Wenn ich jetzt sterbe, können wir schlafen gehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ein paar von denen pennen und ich ein bisschen erkunden kann. Komm schon bitte. Lass mich meine Sachen finden. Oh, die haben voll wenig Leben. Oder? Nee, die haben einfach schon Schaden, weil die hungrig sind. Ich glaube, die greifen mich halt safe an, weil die hungrig sind. Weil die hatten nur halbes Leben oder so. Ich habe denen mit der Faust gar kein Damage gemacht. So, wir machen uns jetzt mal schnell ein Schild, wenn ich das hinkriege. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Schild? Da. Oh nein, dafür braucht man Eisen. Haben wir noch Eisen? Haben wir tatsächlich. Das müssen wir jetzt investieren. Dass wir zumindest Angriffe blocken können. Und wir bauen uns auch noch eben schnell ein Schwert. Das wäre Holz, ne? Haben wir Stein? Stimmt, oder? Ja. Dann machen wir zumindest ein Steinschwert. 2 Stück am besten. Hier ein paar Blöcke zum Bauen. Jetzt hat er auch noch High Ground. Wo ist er? Da ist er. Okay, das ist viel besser. Aber die kommen mit mehreren. Das ist nicht gut. Ey, die greifen mich durch Schild an. Oha. Das gibt auch echt viel XP. Und auch Knochen. Ich brauche aber was zu futtern. Haben wir noch was zu futtern zu Hause? Ohne Essen können wir das nicht fighten. Dann regeneriere ich nämlich nicht. Ich muss die alle rausrotten, Leute. Oh Gott. Der Fallschaden war nicht so gut. Noch einer? Nee. Okay, ich glaube irgendwie, dass es laggt ein bisschen. Ich habe gerade noch einen Hit kassiert, obwohl der tot war. Aber ich spiele Singleplayer, also eigentlich kann das nicht sein. Da schläft einer. Warum werde ich jetzt noch abgeschossen? Oh mein Gott. Was geht denn jetzt? Oh Gott. Alter. Und von hinten wurde ich auch noch abgeschossen mit einem Pfeil. Was geht denn ab? Wie mache ich das denn dann? Looten? Rennen? Ah, ich kann nicht vor denen wegrennen. Mein Loot. Oh, die schlafen. Kurz auf die Wiese. Ich glaube, hier sind keine Viecher. Das war aber viel Loot, oder?
Ah, das sah nur wegen den Knochen so aus. Ich dachte, vielleicht wir hätten unseren alten Dude wieder gefunden. Leider nicht. Okay, wir gehen wieder rein. Da oben wartet schon einer. Der beobachtet uns schon und scoutet. Hat sich schlafen gelegt. Okay. Das ist das Beste, was passieren kann. Ihr fiesen Viecher. Ich werde euch alle holen. Wieso hitten die mich? Die kommen immer aus dem Nichts. Und die hitten mich durch Schild. Es ist so krass. Ja, Leute, es ist sehr schade. Ich gebe jetzt aber auf. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd, sage ich euch ehrlich. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach nur mal ein bisschen Fackeln und so herstellen. Und dann werde ich gleich unter Tage gehen, denke ich mal. Vielleicht noch ein paar Werkzeuge machen. Nehmen wir mal so eine Kiste gleich mit unter Tage. Und dann mache ich mir noch mal eben eine Spitzhacke. Wenn die erstmal nur aus Holz ist, ist es auch okay. Und ein paar Fackeln. Und dann werde ich mich einmal runtergraben, denke ich. Nehmen wir noch Wolle hier. Ja, weiße Wolle. Das heißt, wir können jetzt auch noch schnell ein Bett bauen. Bett war, glaube ich, so. Und so. Dann können wir auch unter Tage schlafen. Und dann ist mir das auch relativ egal. Also wir gehen jetzt da hinten dann rein, würde ich sagen. Ach, hier steht sogar ein Bett. Ja, noch besser. Hack ich jetzt erstmal ein bisschen Stein, machen wir gleich eine Steinspitzhacke. Wenn ich Eisen finde, dann zeige ich euch das nochmal eben. Ansonsten ist das, glaube ich, nicht so spannend. Hier gehen wir jetzt runter. Versuche auf Höhe 7 oder so zu kommen oder 9. Ich glaube, das war die Diamanthöhe in der Minecraft-Version. Direkt Eisen gefunden. Das dürfte Redstone sein. Ja. Oh, das können wir so nicht abbauen. Das ist natürlich blöd. Das heißt, wir müssten mal eben ganz schnell hier mal so einen Mini-Raum bauen. Und dann machen wir uns eine Eisenspitzhacke, würde ich sagen. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Ofen, ne? So, dann den Ofen. Aber wir hätten auch gar keinen Diamanterz abbauen können mit Steinspitzhacken. Aber guck mal, dann haben wir jetzt wenigstens schon mal ein bisschen Eisen. Das können wir eben durchbrennen. Dann können wir gleich den Redstone abbauen, aber ich gehe jetzt noch tiefer. Bin jetzt aktuell auf Höhe 10 sogar schon. Wir sind schon fast da, wo ich hin wollte. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal so auf Höhe 7. Aber Höhe 9 war, glaube ich, sehr gut für Diamant. Dann bleiben wir mal auf dieser Höhe. Ich glaube, das ist ganz cool. Und dann bauen wir hier erstmal den Tunnel ein bisschen weiter. Und mit der Eisenspitzhacke können wir das jetzt auch abbauen. Bringt uns persönlich jetzt nicht so viel außer XP. Ich glaube, das werden wir erstmal nicht brauchen. Ich wüsste zumindest nicht wofür. Aber XP ist auch gut, weil verzaubern wäre nicht schlecht, wenn wir das möglichst früh ansteuern. Dann können wir nämlich auch uns eine Glücksspitzhacke machen. Dann kriegen wir mehr Materialien raus. Oder halt verbesserte Rüstung und so. Ich glaube, gegen Dinosaurierangriffe ist es wirklich wichtig, dass man ein bisschen was aushält. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas gibt gegen diesen Knockback, weil die Dinos, die haben ja immer sehr viel Knockback. Und das ist halt sehr gefährlich, wenn man auf einem Berg steht. Habt ihr ja gerade bei den Kleinen gesehen, die haben mich immer mega weit weggestoßen. Und dadurch verliert man schnell die Orientierung, kriegt viel mehr Schaden durch den Fallschaden und sowas. Das ist echt ärgerlich. Ich höre hier auf jeden Fall Wasser irgendwo. Hier ist irgendwo eine Höhle. Fossilien. Die Höhle würde ich gern finden, das wäre cool. Hier ist irgendwas ganz nah, irgendwelche Skelette oder so. Jetzt haben wir aber Eisen. Und auch die Höhle. Oha. Natürlich jetzt gefährlich. Weil über uns super viel sein kann. Die Erze haben. Ist halt ein riesiger Riss, so wie es aussieht. Ja, jetzt geht's los. Wir hauen ab. Ich möchte nicht mehr sterben. Wir haben gerade nichts, um uns zu verteidigen. Ah, das heißt, hier ist ein riesiger Riss drin. Okay.
Soll ich mir den nochmal markieren? Mit ein paar Fackeln. Dass ich hier nochmal reingehe. Machen wir das so. So, und jetzt können wir... Das brauchen wir. Den Analysator machen. Der geht vom Rezept her so. Perfekt. Den brauchen wir auf jeden Fall. Damit können wir dann DNA extrahieren. Unsere Bude ist ein bisschen zu klein, wie ihr sehen könnt, aber ja, müssen wir halt sowieso irgendwann nochmal umstrukturieren. Das war ja heute auch alles irgendwie sehr chaotisch. Ich werde aber jetzt mal die Baumaterialien und so nochmal alle weglagern hier. Kann ich auch gleich machen. Ich sortiere das gleich nochmal, brenne jetzt nochmal die Sachen und sowas. Aber dann können wir beim nächsten Mal die ersten Fossilien analysieren und dann vielleicht auch die ersten Dinos ausbrüten, mal gucken. Dann haben wir natürlich auch noch andere Ziele, die wir jetzt heute nicht erreicht haben durch diese ganzen Dinos da, die uns die ganze Zeit attackt haben. Hat aber echt Spaß gemacht heute wieder. Gute Folge. Dann würde ich sagen, das soll es mit der heutigen Folge von Jurassic Minecraft gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.